Trigger happy bin, verschieße ich auch mal schnell so ein paar Lieber Salven. ein Messer. Dann kriegst du so ein großes Scharfschützengewehr, womit du dich schwer drehen kannst und was nur einen Schuss hat. Perfekt. Die gibt es bestimmt noch irgendwo. Das ist die zweite perfekte Alternative. Irgendwas, wo ich mich im Hintergrund aufhalten kann und mächtig Damage mache. Wer redet denn vom Hintergrund? Ich Ich rede gehe nur mit. davon, dass du uns nicht abknallst. Achso. Oh, guck mal, eine Kuh. Eine Yay, Kuh. sollen wir die töten? Und das bringt uns ja leider nichts. Ich Kuh würde die macht gerne Mu. mal. So, wir kommen auf jeden Fall in die Nähe. Boah, wieso seid ihr so viel schneller als ich? Ich komme da drauf nicht klar gerade. Ich glaube, deine Waffe Sieht ist das ziemlich markant, ne? schwer. Das kann wohl gut sein. Ich glaube, das wird auch berücksichtigt. Ja, man kann Arma 2 ja alles vorwerfen, aber nicht, dass sie realitätsfern sind. Ja, Also das stimmt zumindest wohl. bis auf Bugs oder so. Aber Ja. programmiert ist es eigentlich sehr realitätsnah. Ja, sie haben sich auf wirklich viele Sachen konzentriert, was andere immer so vernachlässigen. Das ist eigentlich ganz schön. Du kannst ja sogar, wie ich erfahren habe, die Waffen zeroen. Falls jemand der Begriff was sagt. Ja, Nullen, also auf Null einstellen, dass er weiß, auf welche Entfernung du schießt und darauf dann Jo. genau ein gestrichenes Korn geben muss. So Also sieht's aus. gestrichenes Korn jetzt für die Waffen-Noobs unter euch, das heißt, wenn Kimme und Korn, also die Zielvorrichtungen bei ganz normalen Pistolen zum Beispiel, wenn die tatsächlich abgeschlossen sind, also wenn man die genau aufeinander legt quasi, das ist ein gestrichenes Korn. Vollkorn ist dann, wenn man die Kimme, also den einzelnen vorne, Quatsch, das Korn, also Ich vorne kenne nur das einzelne. Vollkorn-Müsli. Ich Nee, wusste, voll. dass so ein Kommentar Ja, kommt. dachte ich Ich mir habe auch mir schon selber fast. verkniffen. Vollkorn ist, wenn vorne das Korn komplett raus, also etwas über der Kimme rausragt, und Halbkorn ist halt, wenn das Korn etwas zurückstecken muss. Jetzt muss Naja. ich, darf ich mir den Spruch nicht Fällt verkneifen. mir Wenn du ein, bei uns weiter, erden sie momentan. wenn du Spawn weiter bei solche uns. Worte benutzt, müssen wir das hier piepen, ne? Naja. So Kimme und. Ja, was ist denn an Kimmel schlimm? Das ist eine ganz normale Zielvorrichtung bei Gewehren und Pistolen. Mein Ja, Gott. das ist auch eine andere Vorrichtung bei weiblichen Personen. Das ist auch eine Vorrichtung bei männlichen Personen. Auf die wollte ich mich jetzt nicht gerade beziehen. Immer diese Vorurteile. ihr habt gemerkt, was ich vorhabe? Ja, da in die in das Scheune Dingsbums gehen. rein. Mann, schau, was würde man nur ohne dich machen? Wahrscheinlich Sterben? ziellos Nee. Überleben. Haha, komm, ich hab dich ein paar Stunden ziemlich gut durch die Welt geführt, Ja, ja? das stimmt. Dass du gestorben bist, war eigentlich deine eigene Schuld. Nee, das war der Russe. Das stimmt. Stimmt, den Beinbruch haben wir ja kurieren können. Richtig. Du selber sogar. Kann man die Tür So, zumachen? geht nicht. So Leute, dann teilt euch mal auf, ich gehe rechts hoch. Ich gehe links hoch. Ja, ich bleib Letzte, du. unten. Ja, du guckst den Boden dir an. Oh Mann, das sieht aus, als wären wir irgendwelche Soldaten hier, die irgend das Gebäude durchsuchen. Ja. Oh, hier liegt Sicher. eine. Was haben wir denn hier? Das kennst du doch aus Splinter Cell. Genau. Take Second Ob Slug, ja, die nehme ich gerne. Obergeschoss gesichert. Also bei mir liegt nichts, bei dir liegt Feuerholz. Ja, ich hab Hier liegt eine Feuerholz. Waffe, wenn ich schon wüsste, welche das ist. Ja, Dann warte, siehst du sag ich mal, doch. ich komm Ach, die habe vorbei. ich schon. Okay. Das ist die gleiche, die ich auch habe. Wunderbar. Was ist denn das? Double Eine Barrel Schrotflinte. Shotgun. Die könnte ich mir eigentlich mitnehmen. Mach Ja, das. wenn du willst, dann nimm. Ich kann natürlich auch die Axt behalten, weil dann bin ich wenigstens jemand, der die Zombies gut wegsnacken kann. In Gefahrensituationen. Move! Move! So, hier liegt nix. Okay. Ich weiß nicht, soll ich die mitnehmen oder soll ich die überlassen? Reine Entscheidung. Ich find's ehrlich gesagt blöd, weil wir haben dann zweimal die gleiche Waffe und dann fängt der Streit um die Munition an. Schöner ist eigentlich, wenn wir drei verschiedene Waffen im Team haben. Und Na speziell gut. durch die Axt haben wir natürlich einen Vorteil, wenn uns die Zombies zu nahe kommen. Ja, aber ich habe einen Nachteil, wenn wir jetzt nach Tscherno gehen. Sieht jemand, ob wir in die Hütte dort reinkommen? Ich glaube nicht. Na gut. War es zu schwarz vor der Tür? Ich denke mal, dass das zu ist. Und vor allen Dingen ist da ein Zombie direkt davor. Und das auch. Move! Move! The Haggis King was killed. Das war der mit uns gejoint ist, der eine, aber ich glaube mittlerweile sind schon mehr Leute wieder da. Wir haben Zombie nämlich. auf 11 Uhr. Hm.
Genau. Aber ich glaube, wir haben mittlerweile wieder mehr Leute da, denn wir haben, ich glaube, den Server-Respawn genau getroffen. Oh! Also jetzt sehe ich den Zombie erst. Fail, ich habe doch angesagt auf 11 Uhr. Ja, da war der noch hinter der war in dem Busch, den habe ich da nicht gesehen. Ich dachte, du meinst den bei der Hitze. Ja, ja, klar, würde ich auch sagen. Sean kann halt nur keine Uhr lesen. Dafür kann ich die Map lesen und habe den Orientierungssinn. Boah, ich finde das. Ich sag doch, unsere Skills sind doch ganz gut aufgeteilt. Ja, eigentlich schon. Etze, der Tarnexperte. Es geht. Ich der Scout. Und du kannst die Uhr lesen. Yay! Ja. Ich kann die Uhr lesen. Welch eine Erkenntnis. Ja gut, du bist ein ganz guter Zombie-Finder. Das ist doch schon mal was. Ja, Zombie-Experte. Ja, Henning hat mir auch die Überlebenstipps gegeben. Und weiß ich, an wen ich mich wenden muss, wenn es mal so weit sein sollte. Am besten vorher noch. Am besten vorher, macht Sinn. Da oben ist ein Turm, seht ihr das? Auf etwa 2 Uhr. Sag mal, da mal hin und gucken, ob da ein Gebäude steht? Ja, machen wir ein das. Ein Turm? Ich sehe keinen Turm. Doch, auf 2 Uhr. Ziemlich genau, hinter den Stromleitungen. Kann sein, dass der aus deinem Blickwinkel hinter dem... Nein, ich sehe ihn. Du meinst, das ist ein Wasserturm. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall ein Gebäude, wo wir rein können. Ja, dann lass doch einfach mal da hingehen. Also auf Wassertürmen findet man meistens nichts, das ist das Problem. Haben wir Zombies in der Nähe? Nein. Auf den Türmen? Zombie-Scout? Nein, hinter uns relativ weit weg, so 150 Meter auf 5 Uhr, aber ansonsten sehe ich keine. Super. Hauptsache, ich schaue mich um und die beiden stehen schon auf und rennen weiter. Ja, geil. Sagt mir doch einfach, dass ihr mich zurücklassen wollt. Nein. Okay, dann sagen wir es dir erst. Wir wollen dich zurücklassen. Du solltest nur die Zombies abfangen, die uns dann entdecken. Sean, der Ätze ärgert mich. Ich kann nichts tun, ich habe nur eine Axt. Alter, schlag ihm den Kopf ab. Ich will wahrscheinlich ihn tot. Wahrscheinlich wird mich nachher der Blitz vom Scheißen treffen, aber okay. So, hier war ich zumindest schon mal. Ich weiß nicht, Etzel, war ich mit dir hier? Weiß ich nicht mehr, leider. 150 Meter Entfernung. Nee, ich glaube, da waren wir noch nicht. Nein, stimmt, da war ich mit einem anderen Kollegen. Weil mich diese Schrift hier irritiert. Die habe ich noch nie zuvor gesehen. Ja, ich merke schon, wir brauchen jemanden, der noch Russisch kann. Genau. Ja, wie gesagt, ne, meine Tante. Ja, dann bring mir deine Tante dann, dazu. Soll ich die mal überreden? Hast du russische Wurzeln, ne? Ja, die hat russische Wurzeln. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ist die in Deutschland aufgewachsen? Also auf jeden Fall, ihre Mutter ist Russin und sie kann auch Russisch. Okay. Deswegen wäre das meine Idee, sie dazu. Nein. Okay. Wobei, naja, ne, ob wir das wirklich wollen, ist eine andere Frage. Da hinten ist eine Hütte, da können wir rein. Zwei. Ja, so. wir können auch links in das Gebäude. Zombie von mir auf 12. Ja, hab ich gesehen. Oder was auch immer. Wir können auch hinter dem Gebäude links rein, aber dort habe ich glaube ich auch Zombies gesehen. Kleiner Moment, ich scoute das mal. Okay, ist alles in Ordnung. Hinter der Hütte keine Zombies. Gut. Also bei mir ist jetzt gerade einer auf 2 Uhr. Hat der helle Klamotten? Ja, genau den meinte ich. Gut, der ist nämlich gerade in der Nähe von mir. Ich gehe mal hier in die kleine Hütte, hier kann man nämlich auch rein. Ja. Erster Eingang nur Feuerholz. Ach so, ja, du bist auf der anderen Seite, dann habe ich den Eingang gerade auch kontrolliert. Ich glaube, da muss man auch aufstehen. Zweiter Eingang, Bandage, was zu trinken und was zu essen. Was zu trinken, oh ja, bitte, ich möchte die Bandage haben. Aber der zweite Eingang ist nur auf deiner Seite, ich komme mal kurz rüber. Weil Etze, ich was zu essen gefälligt? Was ist? Und hier gibt es Waffen, wer von euch hatte die Shotgun? Ich habe eine Shotgun. Dann ist, glaube ich, Munition wirklich rot da. Ist rot auf jeden Fall. Nee, meine ist nämlich grün. Ja, ist egal, lass trotzdem mitnehmen. Ich möchte die Bandage. Meins. Nimm mit. Mein Schatz. Und was zu essen? Ja, die Pasta nehme ich auch nochmal mit. Bin ich mal so frei, ne? Denk dran, du kannst auch schön Sachen in deinem Rucksack verstauen, ne? Da hast du eine Menge Platz, falls du deine Slots da belegt hast. Achso, ja, warte, das könnte ich eigentlich... Ach nö, warte, geht schon, passt schon. Ich hab noch genügend Platz. Noch 5 freie Plätze oder so. War übrigens ein Zombie direkt da hinten nochmal, okay. Ja, aber der ist hinter dem Zaun. Wo? Achso. War Glück gehabt. Gut. Nächste Hütte, ich glaube, ich gehe von vorne rein. Ich sehe gerade hier meine Zombies. Du gehst von vorne rein, Etze und ich gehen zur Seite.
Ja, okay. Könnt ihr gerne machen, aber links ist eine Stufe, deshalb dann müsst ihr ja wahrscheinlich hocken. Nicht so schlimm, so. Weil hier ist keiner. Na. Ich glaube, wir sind hier. Obwohl. Ah, shit, hier ist auch Stufe. Wie war das erste Regel des Krieges? Du bist nicht Superman. Hä? Wer hat denn die Regel aufgestellt? Batman oder wie? Vor allem macht die gar keinen Sinn. Doch. Hier ist eine Bärenfalle. Oh, Second Slug, jawohl. ACP, bin ein Revolver. Nimmt der die Bärenfalle mit? Ich nehm die mit. Bärenfalle, oh Gott, ey. Werden wir jetzt hier Fallen legen? Was hab ich denn hier noch alles mit? Gibt's eigentlich Claymores? Nee. Schade. Ich hab nur übelste Munition für irgendwelchen Scheiß mit. Wahrscheinlich Revolver-Munition. Ja, ich hab auch Revolver-Munition. Warte mal, ich hab. Was brauchst du für Slugs? Brauchst du diese 15 Round? Ja, ich brauch Second Slug. Ja, ich hab 15 Rounds hab ich dabei. Das ist, glaube ich, für die One-Shot-Schrotflinte oder sowas. Möglich. Weil ich habe ja die doppelläufige, die Jagdschrotflinte. Okay, ansonsten im Gebäude liegt nichts, aber hier hinten kommen wir wieder raus. Ja, da ist, glaube ich, auch noch ein Gebäude, wo wir rein können. Ja, ist es direkt davor. Zombies? Weiß ich nicht, ich bin gerade nur zufällig aufgestanden, weil da eine scheiß Stufe ist. Ich sehe keine Zombies. Nee, alles sauber. Super. Okay, nächste bitte. Ich frag mich ja schon, wann wir sterben. Ja, sobald ein russischer Sniper auf uns wartet. Wie viel Blut habt ihr eigentlich noch? Nicht mehr so viel. 9,7 Liter. 5700. Ah, ich muss eh mal was essen. Hier liegt nochmal Feuerholz. Ich hab nämlich unter 8000. Knapp 8000. Ja, ich hab knapp 9, 7, also knapp 10. Das liegt da in der Ecke bei dir schon. Cola und eine Munition. Für die Lee Enfield? Ja, das sieht so aus. Ich nehm die. Ja, Lee Enfield Magazin, ja, wunderschön. Meins. Haben wir eigentlich mittlerweile genug zu. Was haben wir denn an Essen dabei? Was habt denn ihr alles? Ich gucke. Und eine Soda Coke liegt hier rum. Ich hab eine Frank and Beans und zwei Pepsi. Oder, ne, zwei Cola meine ich. Weil ich hab fünf Sachen zu essen, weil sonst würde ich nämlich gerne nochmal zwei Sachen snacken, damit mein Blut ein bisschen hochgeht. Also ich hab zwei Sachen zu snacken, also tu dir keinen Zwang an. Ja, dann gib eine eben Ätze und dann kannst du eine snacken schon. Snacken. Ja, snack ich. Aber wieso sagt man so Zombies wegsnacken? Ja. Man isst sie ja nicht, oder? Ja, sicher. Wäre ja dann Kannibalismus. Also ganz frühstücken. Jetzt mal ehrlich, zur Not frisst der Teufel Fliegen. Liegt die jetzt da? Ja, Fliegen will ich auch zur Not essen. Nee, liegt die da, hab ich gesagt. Okay. Nein, tut sie nicht. Warte mal, Etze, bleib mal ruhig. Bleib mal ganz, ganz ruhig liegen. Ich leg sie dir in deinen Rucksack. Okay. Also du meinst, du versuchst es. Nee, jetzt liegt sie auf dem Boden. Jetzt liegt sie auf dem Boden, ja, super. Ey, Take diese Technik hier. Gut, dann nehme ich mit dir mal wegen Blut. Willst du die gleich essen, oder was? Ich weiß nicht. Okay. Wie viel Blut hast du? Also es blinkt auch noch. 5 Liter hat er etwa. Du nee, dann wart mal, bei mir hat's nämlich geblinkt. Also wie gesagt, 5700 habe ich. 5700? Ja. Oh, dann ist. Ist, mein Junge, ist. Warte. Dass du groß und stark wärst. Ja, damit du noch eine Weile am Leben bleibst und nicht bald in Ohnmacht gibst. Nee. Wie viel? Ja, es gibt bei unter 8000 kann es passieren, dass ein Zombie dich schlägt und du in Ohnmacht fällst. Okay. Was dann dein Ende auch logischerweise heißt. Ah, solange mich nicht erwischt, geht's ja noch. Also, ja, wenn du das Ohnmacht erste Mal bist, Daisy schon. Spielen war bei mir sehr lustig. Weil ich hab das halt irgendwie angefangen, hab sofort Schaden gekriegt, weil ich mitten in der Stadt gespawnt bin. Was ist denn Schütten? Ja, ist schrecklich, ne? Hab sofort Schaden gekriegt und hatte dann noch 5000 Blut, hatte aber sofort keinen Bock mehr, hab mich aus Panik wieder ausgelockt. Und hab dann drei Wochen später nochmal gespielt. Und hab mich gewundert, warum alles in Schwarz-Weiß ist. Weil ich immer noch diese 5000 Liter Blut hatte halt. Windows-Farbschema geändert. Ja, so in etwa. Oder vielleicht auch nicht. Grafikkarte kaputt. Nö, ich hab mich da irgendwann dran gewöhnt und mich einfach damit abgefunden, dass das Spiel nicht farbig ist. Ich hab da gar nicht dran gedacht, dass ich so wenig Blut habe. Beziehungsweise ich hab das halt gesehen. Aber ein normaler menschlicher Körper hat halt 5 bis 6 Liter Blut, von dem her waren 5, sonst wie viel völlig normal. Für mich. Kann man irgendwie die Playerliste einsehen? Also wie viele Leute man. Ja, ich glaube auf P. Auf P.
Hat uns da gerade was entdeckt? Ach nein, Etze, du bist das. Erschreck mich doch nicht so. Wo seid ihr überhaupt? War nicht meine Absicht. Wir sind hinter dir, ich komme sofort. Also wir, also du weißt schon, Etze und ich und so, ne? Ich habe nur noch 99.996 Schuss mit meiner Axt. Oh, doch so wenig. Ich habe noch 19 Schuss für meine Lee Enfield. Das ist ja überewig. Ja. Also ich würde schon, jetzt wirklich vorschlagen, dass wir eigentlich nur nach Chernobyl gehen, um uns ein bisschen mit Medizin einzudecken. Ja, machen wir das doch. Mit Medical Supply. Und ich würde auch sagen, wir gehen nicht östlich rein, sondern wir gehen vom Norden herein, weil dort ist gleich ein Krankenhaus direkt am Nordeingang. 250 Meter, 9 Uhr, ein Zombie. Aber eher schlechte Erfahrungen mit Krankenhäusern wegen russischen Scharfschützen, aber. Ja, deshalb würde ich auch das Krankenhaus, was in Tscherno drin ist, Zombie? Nicht empfehlen. Ja, 250 Meter entfernt, muss mir schon zuhören. Soll er doch kommen. Kannst du deine Zombie-Warnungen auf Close Calls beschränken? Definiere super. Close. Direkt neben uns. Also 50 Meter, gut, ja. Kurz erklären. Ich wollte nur warnen, dass wir da vielleicht nicht unbedingt hingehen. Also wenn du dann nämlich irgendwann mal Ferngläser findest und dann sagst, in 2000 Metern Entfernung ist ein Zombie, dann nützt uns das glaube ich auch nicht viel. Nee, das würde ich mir dann wohl verkneifen, glaube ich. Gut. Das ist dann doch arg. So, wir sind jetzt hier, wo sind wir denn eigentlich? Wir sind Balotta? An einem See. Könnte das Balotta sein? Ich möchte gerade trotzdem nicht auf die Map gucken. Ja, guck doch, stell dich kurz hin und... Hier ist ja keiner. Gut, ich checke mal. Ne, Prigorodki könnte das fast sein, aber ich bin mir... Ne, warte mal. Also da unten ist ein Gebäude, aber ich glaube, da kommen wir nicht rein. Ne, glaube ich auch nicht. Ich muss sagen, auch vorhin, wo ich hier durch... Ich bin ja hier vorhin schon so ähnlich entlang macht Platz, ihr Leute! Allah! Startet mir voll im Weg, ey. So ist das halt, wenn man mit Leuten... Ich bin ja vorhin voll lang gestiefelt und es hat mir zwar Tschernogorsk angezeigt, aber ich wusste echt nicht, wo ich hier sein sollte. Ja, mitten im Nirgendwo halt, ne, und so. Ja, aber Tschernogorsk ist ja Tscherno und deshalb weiß ich eigentlich, ich kenne mich ja aus in den Hauptstädten. Allerdings hat mich das total verwundert, wo ich denn eigentlich war. Tja, jetzt weiß ich's. Sean, unseren momentanen Rennrhythmus, oder wie auch immer man das nennt, finde ich übrigens sehr gut. Weil wenn du halb geduckt bist und ich stehe, bin ich genauso schnell wie du. Gut. Das ist irgendwie ein bisschen scheiße. Naja, ich gehe ja auch öfters mal trainieren und so. Ja. Gib ruhig an. Nee, ich habe ja wie gesagt die leichte Axt. Boah, endlich. Das Pissen soll aufhören. Ach, ich finde das eigentlich immer ganz schön. Ja, wo ist denn der Sean jetzt hin? Ach, der ist teleportiert. Interessant. Ja, schön finde ich das an und für sich auch, aber dann zocke ich hier mit 7 anstatt mit 10 Frames und das ist dann doch irgendwie ein bisschen arg wenig. Na. Ich weiß auch nicht, warum ich mit so wenig spiele. Das kann ich dir auch nicht sagen. Weil eigentlich einen so viel besseren PC hast du nicht, wenn überhaupt. Ja, wenn, dann liegt es liegt an der Leitung und nicht am PC. Hä, wieso? Aber was hat die Leitung mit den Frames zu tun? Eigentlich bei mir steht ihr gerade. Was ist jetzt los? Ich warte hier mal kurz auf euch. Ja, ich sehe euch nicht, mach das nicht mal. Ihr lauft gerade auf dem Laufband, so sieht das bei mir aus. Also an einer Stelle. Nee, ich bin auf jeden Fall weiter, aber ich sehe euch auch nicht mehr. Was ist denn mit dem Server passiert? Wo seid denn ihr? Also du läufst bei mir gerade gegen einen Busch. Seid ihr schon über die Straße gelaufen? Ich sehe euch. Ja, wo seid ihr denn? Ich bin hier Straße unten. Immer noch. Also ja, ich bin direkt hinter, also neben der Straße, da wo das Schild ist. Ihr seid hinter mir und lauft an der Stelle die ganze Zeit. Nee, ich bin hier beim Vorsicht-Kurve-Schild. Ich bin jetzt bei diesem Autowrack. Ja, dort sehe ich dich nämlich nicht. Schön, ich sehe euch dort nicht. Ja, ich sehe jetzt auch nicht und dich. Ich sehe euch beide, aber ihr lauft wie gesagt auf der Stelle, also. Ja, dann lass uns einfach mal zu dem Autowrack gehen und hier kurz warten, bis sich der Server oder irgendwas beruhigt hat. Okay. Ach, Etze, jetzt sehe ich dich auch. Du stehst etwa 100 Meter von mir entfernt. Ach, Quatsch, 50. Ja, bei mir läuft er auch auf dem Laufband auf dem Feld. Das ist eigenartig. Aber ich sehe dich nicht mal. Also ich sehe euch beide. Echt? Ja,
Ah, jetzt. Ja, ich sehe euch. Direkt nebeneinander, das ja wunderbar. Irgendwen, ja, hier Etze. Etze. Ja,